Kampfsysteme gibt es schon. Ein erstes Kampfsystem kann man sagen, Siumin da, Jump Kick, Kurzpuppe. Bei uns noch die Blade-Form, also mit einer Waffe, die Axis-Form mit zwei Waffen, den Stab mit einer langen Waffe und den Langstock. Das ist der untere Teil des Wing Chun, ein vollständiges Kampfsystem. Aber die Körperbewegung bereitet das zweite Kampfsystem vor. In der Holzgruppe immer mehr oder weniger diese Wellbewegungen, die ineinander übergehen. Aus dem Grund nenne ich es Doppelwelle, wie man es erst einmal in der Holzgruppe. So, das ist mal der Untergrund. Dann beginnt man das zweite Kampfsystem des Wing Chun zu lernen. Darauf vorbereiten tut das Schwert. Das ist also eine Waffe, die kreis- und spiralmäßig geführt wird. Das ist Pyuchi, das ist die Vorbereitung auf die Pyuchi, aus dem Punkt immer in dem Bereich auch. Dompfer ist was Ähnliches, und Dompfer ist eine Waffe, die zweite Waffe, die ausklappt. Auf einer Seite mal nur, also nur mit einer Dompfer, die Doppelmesser sind Waffen, die auf zwei Seiten ausklappen. Etwas, was dem Menschenkörper fremd ist, weil er solche Glieder nicht kennt. Pyuchi ist nicht das, dass ich die Pyuchi-Form kann, das ist nicht, dass ich etwas so bewege, dass es nicht kreist. Pyuchi heißt, das ist eben ein Twist, das sind zwei ineinander wirbelnde Bewegungen. Denkt an Yin Yang zum Symbol, wie ich gesagt habe. Das ist das zweidimensionale Abbild, wenn man auf eine Spirale, zwei Spiralen, die ineinander drehen, wo eine weiß und eine schwarz wäre, von oben drauf schaut. Das ist eigentlich ein Abbild für die Pyuchi, das sind zwei gegenläufig rotierende Spiralen, die ineinander gehen. Und so müsst ihr die Pyuchi betrachten. Und die Messer sind Pyuchi. Zwei Spiralen, wo alles sich dreht und gegeneinander dreht. Du kannst mit dem aus dem ersten dem am zweiten nicht begegnen. Ich sage es immer, wenn man was nicht versteht, sollte man es um eine Ebene runterbrechen. Das ist für mich immer das Bild. Eine Fläche hat nichts einer Kugel entgegenzusetzen. Einer, der sich Wing Chun-mäßig bewegen kann, aber nicht Pyuchi-mäßig, hat einer Pyuchi nichts entgegenzusetzen. Da meine ich nicht jemanden, der etwas wie eine Pyuchi-Form gelernt hat und aufs Human Dao-Mechanik übt. Das ist nicht gemeint. Aus dem Grund gibt es das schöne Atemmotto in China, was immer noch stimmt, die Pyuchi verlässt nicht das Haus. Und sie hat es nie verlassen. Und hat nichts mit einer Form zu tun, weil du kannst eine Form, du kannst jede Form machen in der Siumin Dao Mechanik, du kannst es in der Dao Pyuchi Mechanik machen. Die Frage ist, auf welchem Level bewegst du dich? Und wenn du Pyuchi-mäßig zu arbeiten beginnst, alles was du davon gelernt hast, ist eliminiert. Weil er nichts dagegen setzen kann. Du kannst etwas, ist das nächste Bild, man kann es auch eine Stufe drüber setzen, du kannst etwas vierdimensional, nicht dreidimensional begehen. Kann nicht zugreifen.